Und wir fragen uns direkt zu Beginn des Jahres, wo kann man in 2024 eigentlich noch richtig gut Geld einsparen? Überall steigen ja bekanntermaßen die Preise. Die Politiker machen sich hier und da auch gerne mal die Taschen voll. Und der normale Steuerzahler muss sehen, wie er da zurechtkommt. Und es stellt sich eben die Frage, wo kann ich gut aktuell Geld im Alltag einsparen? Und einer, der uns diese Frage wunderbar beantworten kann, der heißt Daniel Engelbart und ist unser Sat.1-Spardetektiv. Schönen guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Chris. Lass uns mit einer guten Nachricht anfangen. Wo kann ich denn und vor allem wer kann Geld vom Arbeitgeber oder eben auch vom Staat eventuell mehr bekommen, zurückbekommen? Wie läuft das? Was gibt's da? Es gibt ein paar positive Meldungen jetzt, wo jetzt alles teurer geworden ist. Sehen wir hier auch schon eingeblendet. Der steuerliche Grundfreibetrag zum Beispiel steigt jetzt seit 1. Januar. Der Mindestlohn ist von 12 Euro auf 12,41 Euro. Der Minijob, der 520-Euro-Job genannt wurde, ist jetzt ein 538-Euro-Job. Auch der Kinderfreibetrag ist pro Elternteil wurde angehoben. Und letztendlich das Bürgergeld ist um 12% nochmal angestiegen. Das heißt also, auch da kriegen die Leute ein bisschen mehr Geld. Das ist in Summe leider nicht sehr viel, aber zumindest an bestimmten Stellen, wo man ein bisschen nachbessert. Ja gut, nimmt man das jetzt mal als Basis und blicken wir darauf, wo man vielleicht noch sparen kann. Also 2024, was sind vielleicht so Bereiche, in denen ich Geld sparen kann, mal ganz grundsätzlich? Es hört sich wie eine alte Leier an, aber letztendlich ist es so, viele Leute nehmen sich nicht genügend Zeit, um sich mit den Finanzen auseinanderzusetzen. Es sind wirklich gerade die Verträge, die Versicherungen, Kontoführungsgebühren etc. Sachen, bei denen man überall sparen kann, was man bis dato aber immer so gelassen hat, zu sagen, okay, wird schon irgendwie funktionieren, passt schon alles. Dadurch, dass alles teurer wird, sind das aber die großen Bereiche, bei denen man wirklich sparen kann und sparen sollte. Das heißt, man sollte sich zumindest eine halbe Stunde pro Monat mal Zeit nehmen, sich hinsetzen und dementsprechend schauen, was es da für Möglichkeiten gibt. Gerade die großen Sachen wie Versicherungen, Verträge bieten hohes Einsparpotenzial, aber man muss sich darum kümmern. Und das ist so ein bisschen das Thema, jetzt einfach mal, gerade jetzt in den ersten Tagen, im neuen Jahr, wirklich den Ordner rausholen, durchblättern und versuchen zu sparen. Auch in Sachen Urlaub sollte man sich hinsetzen, denn aktuell ist beispielsweise Mallorca um 25% teurer geworden. Welche Preisentwicklung siehst du da und wo kann ich vielleicht auch da Geld sparen, also bei der Buchung? Das sind immer wieder so verschiedene Wellen. Mallorca ist momentan wieder sehr beliebt, dementsprechend große Nachfrage. Das sorgt auch für eine große Preissteigerung. Deshalb ist es wichtig, jetzt schnell noch den Frühbucherrabatt mitzunehmen. Das heißt, alles, was eine bestimmte Zeit benötigt, wo ich sage, mit schulpflichtigen Kindern beispielsweise, ich kann nur einen bestimmten Zeitraum reisen oder eine bestimmte Region, die ich unbedingt haben möchte oder ein Reiseziel, dann jetzt buchen und dementsprechend den Frühbucherrabatt, die Ersparnis da mitnehmen. Ansonsten kann ich jedem empfehlen, der ein bisschen flexibel ist und ja auch offen für Neues, einfach mal neue Sachen auszuprobieren, die Schnäppchenseiten anbieten. Es gibt richtige Urlaubsschnäppchenseiten wie urlaubsguru.de oder urlaubspiraten.de, Seiten, wo Redakteure immer wieder neue, interessante Sachen ausfindig machen, die gerade günstig sind. Also vor ein paar Jahren war es Kroatien, heutzutage ist Kroatien wieder überlaufen und auch wieder sehr, sehr teuer. Es gab ja sogar ein eigenes Special dazu. Das heißt, wir müssen immer wieder neue Sachen finden und das sind solche Geschichten, wenn man da ein bisschen flexibel ist und nicht in der Hauptjahreszeit dann verreisen möchte, kann man da auf jeden Fall gute Schnäppchen finden. Thema Geldanlage bzw. Geld grundsätzlich. Wenn ich jetzt da sage, okay, ich habe vielleicht monatlich ein bisschen was übrig, was mache ich mit diesem Geld so, dass es vielleicht eines Tages mehr wird? Insbesondere, wenn ich vielleicht auch auf meine eigenen Kinder blicke. Richtig, also sowohl für einen selbst als auch für die Kinder ist das Thema ETF-Sparpläne interessant. Also ETF sind ja diese börsennotierten Fonds. Das heißt, da ist kein aktiver Berater der Bank, der mir versucht, irgendwas zu verkaufen, sondern ich kann entsprechend wirklich mit günstigen, einfachen Mitteln einen sogenannten ETF-Fonds als Sparplan anlegen. Für Kinder macht es noch mehr Sinn, weil über die Zeit dieser Zinseszinseffekt sehr, sehr positiv sich da bemerkbar macht. Deshalb auch hier die Bitte, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Jeder wird sagen, ETF was und wieso und was? Ich kenne immer nur mein Sparbuch. Nein, das Sparbuch liefert nicht mehr genügend Zinsen. Ja. Und wenn man sich aber, das ist nicht schwierig, das bieten die meisten Direktbanken auch an, einen ETF-Sparplan zu machen. Mit ganz bestimmten einfachen ETF-Fonds kann man wirklich günstig schnell mehr Zinsen anhäufen, als das momentan die normalen Banken anbieten für die Konten. Abschließend noch eine sehr konservative Sache letzten Endes. Und zwar sagst du, ein Haushaltsbuch kann sich lohnen. Warum? Ja, weil ich immer wieder merke, dass die meisten Leute nicht einen wirklichen
ehrlichen Blick auf ihre Finanzen haben. Das heißt, sie vergessen viele bestimmte Sachen und deshalb ist da mein Rat, muss nicht dauerhaft sein, aber ein paar Monate, egal auf Papier oder digital, mal ein Haushaltsbuch führen, in dem ich wirklich alle Ausgaben aufliste, als auch die Einnahmen. Und wenn ich dort entsprechend mir Kassenbons, die Kontoauszüge oder auch die Kreditkartenabrechnung hernehme, sehe ich, was dann alles ist. Und wenn ich dann die Einnahmen gegenüberstelle und dann Bilanz ziehe, sehe ich auch entsprechend, was da übrig bleibt oder eventuell nichts mehr übrig bleibt. Und dann kann ich vor allem auch die Kostenfresser ausfindig machen. Das heißt, Sachen wie ein Fitnessstudio, was ich mir vielleicht dann letztes Jahr mal geholt habe und dann sage, oh, nur vom Zahlen her wäre ich jetzt nicht sportlicher, dann kann ich es aber dann zumindest geldtechnisch wieder mir einsparen und eher überlegen, ob ich mir flexible Tagesabos mal nehme und so einfach alle Sachen durchgehen und entsprechend einfach mal schauen, von oben nach unten, die teuren Dinger zuerst versuchen zu sparen. Es braucht im Prinzip also ein wenig Selbstdisziplin und Zeit, und dann mit dem Thema schaffen wir das auch 2024, wo alles teurer wird, absolut, ein wenig Geld zu sparen. Vielen Dank, Daniel Engelbart. Sehr gerne. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.